Herzlich willkommen bei Liedergut von Couch zu Couch, der Allrounder, der Alleskönner, Luca Henny. Herzlich Hallo. Willkommen. Ja, danke dir, danke schön. Luca, du bist der Mann der Stunde, würde ich sagen. Du bist gefragt, jeder will was von dir und wie fühlt sich denn gerade so an? Ach Mensch, ja, ich werde hier gelobt, richtig. Was ist denn los? Nee. Ja, aber oder ist doch so. Guck mal, du bist den ganzen Tag, hast du gesagt, und alles kommt jetzt auf einmal. Und du bist ja auch in den Medien omnipräsent, muss man ja sagen. Und deswegen, finde ich, bist du schon der Mann der Stunde. Nicht nur wegen deiner wunderschönen neuen Musik, sondern auch wegen deinen körperlichen Aktivitäten. Boah, da könnte man auch falsch verstehen. Nee, aber es ist wirklich gerade viel los, da hast du schon recht. Aber wirklich schöne Sachen, eben musikalisch, fernsehmäßig viel los gerade. Es ist schön, ich war auch gerade, ich war gerade 3 Monate in Köln, bin jetzt wirklich seit ein paar Tagen erst wieder in der Schweiz. Und jetzt ist wieder hier viel zu erledigen und viel zu tun, weil es kommen wieder Konzerte, Leute. Man kann es fast nicht fassen, aber wir hatten Tanzprobe, wir hatten Bandprobe und sind jetzt wieder ready für die Bühne. Ja, können alle natürlich kaum erwarten, du natürlich auch nicht. Du hast auch eine neue Single, die du uns mitgebracht hast. Ja. Sag das mal auf Schweizerdeutsch. Genau. Also meine Leute, ich habe eine neue Single am Start und die heißt Durch die Nacht. Durch die Nacht. Durch die Nacht, gell, du. Wie durch, schön. Durchs Nächtle. Durchs Nächtle mit Luca Henny. Durchs Nächtle mit Luca Henny, genau. Ja, eigentlich ein bisschen vergeudet gerade, weil eigentlich müssten wir durch die Nacht laufen für deine Single, um die auch adäquat vorzustellen. Stimmt, da hast du recht. Holen wir nach. Holen wir nach. Nee, aber das ist schön, du. Also, ich habe eben viel mehr Zeit natürlich auch zu Hause verbracht, wie die anderen auch. War eigentlich aber die ganze Zeit, also in Deutschland, aber Deutschland ist auch mein Zuhause. Ich bin in beiden Ländern wirklich zu Hause. Meine Freundin wohnt in Köln, deswegen immer viel am Hin und Her pendeln. Und da ist in Köln, es war ganz eine kreative Zeit. Es war viel, ist viel Musik entstanden und eben auch durch die Nacht ist auch in Köln entstanden. Ja, wann denn? Noch nicht so lange her, ne? Ich muss gerade überlegen, ob es jetzt der zweite oder der dritte Lockdown, ich weiß es nicht mehr. Ja, kann man auch mal durcheinander kommen. Kann man auch mal ein Durcheinander kriegen, genau. Es war auf jeden Fall 11 Uhr abends, weil jetzt mal die Single kam ja erst vor 4 Wochen raus. Also dann habe ich, die habe ich so einen Monat vorher geschrieben. Das war wirklich so ganz knapp, also so vor 2 Monaten geschrieben, sagen wir mal, oder 3. 11 Uhr abends kam mir die Idee, ich hatte das Instrumental vor mir, wo noch nichts dazu geschrieben war oder noch keine Melodie gemacht wurde, und ich setze mich manchmal gerne noch vorm Schlafengehen noch ganz kurz an den Rechner und check nochmal die Sachen, und dann lag da gerade dieses Instrumental vor mir, und dann hatte ich einfach die Melodie-Idee. Meine Freundin war schon so halb im Pyjama, komm Schatz, jetzt mal ins Bett hier, fertig gearbeitet. Dann hatte ich aber diese Idee und ich wollte unbedingt so ein Frauensample oder eine Frauenstimme im Track. Dann habe ich sie dann ganz lieb gefragt, sie hat mir dann noch was aufgenommen. Sie singt eigentlich nicht, aber ich habe gedacht, komm, das kannst du, komm, sing mal kurz rein. Da muss man mitgehangen, mitgefangen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Da muss jeder kurz mithelfen. Ja, und am nächsten Tag war die Nummer eigentlich gesetzt. Da das war ist die immer Melodie. Ein gutes Zeichen, ne? wenn alles manchmal so schnell geht, ne? Und es muss dann raus, und es muss dann passieren. Wir machen ja so viel Interviews im Moment für alles, was die deutsche Szene angeht, gerade jetzt in dieser Zeit. Und ich bin immer ganz fasziniert, was die Songwriter und die ganz tollen Liedermacher mir erzählen. Manchmal, wie das dann so ist, da muss es raus. Ne? Gerade für dich als Musiker, das ist ja dann auch so. Da hilft nichts, das muss dann passieren. Und oft ist es ein gutes Zeichen, wenn es so schnell geht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt. Und ich finde es aber auch schön, wir haben jetzt gerade so ein bisschen diese Taktik, dass wir arbeiten jetzt nicht auf ein Album hin oder so, wir arbeiten mehr wirklich auf verschiedene Tracks, auf verschiedene Musik, und dann ist die geschrieben und dann kommt die auch 3 Wochen später raus. Und das ist schön, dann ist es so schnelllebig und man freut sich so mit der Nummer mit. Andererseits war es war früher auch manchmal so, du hast eine Nummer fertig und die kommt erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr und du hast sie schon so, selber hast du sie schon zu Tode gehört, weißt du? Und dann kommt die raus, und so ist alles für dich selber auch noch so frisch, was eigentlich ganz gut ist.
Was, okay, was hat, du hast ja eben gesagt, deine Freundin hat dir geholfen, nur hier der Vollständigkeit halber, deine Freundin ist die liebe Christina Luft, Profitänzerin bei Let's Dance. Und du hast ja auch, sie hat dir jetzt bei dem Track geholfen, okay, aber du bist mit ihr die Profi-Challenge angegangen, okay? Ich dachte so, oh mein Gott, wie muss es dir gegangen sein? Also ihr seid ja natürlich tanzmäßig ein mega schönes Paar. Auch, aber so bei der Profi-Challenge hatte ich mir vorgestellt, dass es dir vielleicht gar nicht so wohl war dabei. Ja, also du, es war einfach schön, dass ich das mit ihr machen konnte. Also die können sich ja immer selber aussuchen, was für eine Show das sie machen bei dieser Profi-Challenge. Und ich dachte mir einfach, ey, ich muss mich jetzt, ist ja klar, dass ich da nicht der Profi-Tänzer bin, aber es, wir wollen einfach unser Kennenlernen da vertanzen, dass wir uns bei dieser Show kennenlernen durften und uns dann verliebt haben und dann nochmal jetzt als Paar zurückkommen. Ja, Luca, es ist... Luca, es ist traumhaft. Ich möchte es dir wirklich sagen, euch, euer Glück zu spüren, das ist ganz selten, dass man, klar, es gibt tolle Paare und dann sagt man, oh, ein schönes Paar und so, ja, das gibt es auch häufiger, aber bei euch beiden, also es ist wirklich, es ist, da geht einem wirklich das Herz auf. Also toll, dass ihr uns teilhaben lasst an eurem Glück, weil das ist etwas, was man wirklich irgendwie spreaden muss und ja, einfach euer Glück zu spüren, ist einfach richtig schön. Oh, das ist schön, das ist schön. Ja, und wir sind auch einfach überglücklich. Da kann man es nicht verstecken, was will man machen. Nee, aber auf jeden Fall, es war dann einfach toll, da nochmal zu tanzen. Und eben, ich hatte da gar keine Ambition. Für mich war einfach schön, da zu tanzen. Und sie hat nicht mehr aufgehört zu weinen. Was hast du denn in dem Moment gedacht? Weil das war, ich bin mir, also so wie es rüberkam bei uns Zuschauern, das konnte man ja auch nicht mehr zurückhalten. Es gibt so einen Moment, ne? Da hilft einfach nichts mehr, ne? Es hilft einfach nichts mehr. Was hast du dann in dem Moment gedacht? Weil das war für dich bestimmt auch mega emotional auch und vielleicht ein bisschen Schnappatmung, sie dann so zu sehen, dass ja, sie einfach... Auf jeden Fall. Ich habe auch nicht damit gerechnet und ich war ja auch sehr berührt. Und es war bei mir so eine Mischrechnung. Nein, es war so, ich musste mich auch trotzdem konzentrieren, dass ich diese Schritte irgendwie... kann und mir merke. Ja, ja, klar. Und da wussten wir ja am Schluss, das musste man ja auch irgendwie proben, am Schluss haben wir uns gedacht, ey, es wäre doch eigentlich ganz cool, weil jetzt können wir uns ja küssen. So. Also küssen wir uns am Schluss. Ja, war ja schön, aber sie hat dann geweint und ich dachte, sie ist so weit und ich dachte so, oh, Kacke, wo küsse ich denn da jetzt hin? Ganz komm! Das war eigentlich der erste Gedanke, weil ich doch so in der Choreo war, dachte ich mir so, ui, sie weint, was mache ich jetzt? Oh, so richtig, aber typisch Mann, weißt du, so praktisch, alles nass, weint, wohin? Komm her. Es ist so herrlich. Was hat sie denn, als du gesagt hast, deine Single, ne, durch die Nacht und als sie da her und hinhalten musste, was hat sie denn zu dem Song gesagt, der dann so schnell fertig geworden ist? Und wie findet sie den denn? Interessiert uns voll. Die findet den kacke. Nein. Gut, dass du sagst, komm. Sie hört allgemein nicht meine Musik. Nein. Nee, findet sie gut, glaube ich. Doch, hat sie schon gesagt. Sie fand auf jeden Fall... Ja. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der größte Fan. Aber nein, findet sie gut. Was wir immer drüber quatschen, ist aber fast mehr so die Videoumsetzung und alles. Und sie ist ein großer Fan, war und ist immer noch großer Fan vom Video. Und in Berlin was Geiles geshootet, wirklich auch durch die Nacht, in der Nacht, so in der Lagerhalle. Ganz, ganz schön, dann das erste Mal lasermäßig, immer Videoclips sind mir sehr wichtig. Das ist wie, ich finde es so wie früher. Ich finde, geiler Videoclip ist einfach cool. Also muss irgendwie, und gerade bei mir, ich probiere so die Tanzwelt mit der Musik zu vermischen, so eine Show zu kreieren und da ist ein Video, das Visuelle einfach wichtig. Also das findet sie sehr gut. Das ist doch schon mal was, Luca, darauf kann man doch aufbauen, oder? Darauf können wir noch aufbauen. Du hast ja diesen wunderschönen Song, Wo warst du, geschrieben und den hast du ja tatsächlich für die Christina geschrieben. Und das ist natürlich auch wirklich das Schönste, also was eine Frau geschenkt bekommen kann, einfach ein Song von ihrem Mann einfach. Das ist doch so toll. Vor allem, wenn er so schöne Songs schreiben kann wie du. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür.
Ja, wir spielen ja in deiner Luca Henny Stunde ganz viele Luca Henny Songs und man darf natürlich, wo warst du, nicht fehlen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen von dem Song. Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Nein, es kam halt wirklich aus, es war naheliegend, dass, weil wenn ich so glücklich bin und weil in meinem Leben einfach und in privater Hinsicht auch einfach alles stimmt, dann musste ich das einfach. Es war ein, ich konnte nicht anders, ich musste es in einen Song verpacken. Und dachte mir dann, hey, ich könnte ihr denn doch so wie zum Geburtstag schenken. Und der war ja gar nicht draußen und so, weil ich auch so geplant habe. Dann so ein Video zusammengeschnitten, also nicht das Musikvideo, einfach für sie ein persönliches Video mit all unseren Erlebnissen und eben der Song dazu. Und jo, da hat sie auch ein bisschen geweint vielleicht. Ich glaube, die Christina hat noch nie so viel geweint wie im Moment in ihrem Leben. Immer am Weinen. Ja, du hast... Ich lege mich hier richtig ins Zeug, ich sag's dir. Das ist toll, das ist super so. Wirklich, schön. Weil ich denke, ich glaube aber, dass ganz viele Mädchen sagen zu ihrem Partner, zu ihrem Freund, zu ihrem Mann, Schatz, guck mal, der Luca. So wie der das macht. So ist schön. Also ich glaube, du hast so eine Welle losgetreten, wo irgendwie jeder sagt so, ach Schatz, guck mal, der Luca, so, mach mal wie der Luca. So der Luca-Move. So. Das kannst du übrigens gut machen. Genau. Ein Luca-Podcast, wo du sozusagen Glücklichkeitstipps geben kannst. Luca bringt die Frauen zum Weinen oder so. Weißt du, wo alle dann irgendwie hingehen und sagen, komm, warte mal, wie machst du das? Was für eine Idee. Oh Gott. Ach, aber ja, es ist doch schön. Es ist mega schön. Ich mache sehr gerne Überraschungen. Ich lege mich gerne ins Zeug. Und ich finde, das muss jeder für sich ja selber. Das ist ja, sei jeder auch ein bisschen anders. Und ja, ich finde, es macht halt super viel Spaß, sich so ins Zeug zu legen. Also, ich überrasche ja auch gerne. Ich lege mich gerne ins Zeug oder düftle so ein bisschen was aus, weißt du? Und dann, ich finde, so schenken ist einfach, das ist wunderschön. Mega schön. Wenn du nicht deiner Liebsten irgendwas schenken kannst, dann ist ja noch, das ist ja noch viel schöner. Genau. Total schön. Wo lebst du denn in der Schweiz? Ich lebe in Bern. Ach, schön. Sehr schön. Ja. Jo, du, das ist ganz gut hier. Es ist jetzt auch der Sommer, der kommt. Was habt ihr denn vor? Also du kannst ja wieder Musik machen. Macht ihr auch ein bisschen Urlaub? Oder wie ist das denn? Oder ist schon bei dir in der Schweiz zu sein? Zählt das schon als Urlaub eigentlich? Es ist tatsächlich schon ein bisschen so, dass die Köln-Wohnung so ein bisschen das Arbeitsflair übernommen hat, aber es ist trotzdem wunderschön. Wir haben noch da Freizeit, aber dass es nicht bei mir in der Schweiz so ganz ruhig ist, da ist Stadt und Zeugs und so, und hier ist wirklich so ruhig. Obwohl wir viel zu tun haben hier auch. Also ich habe jetzt gerade dann richtig, richtig viel zu tun. Christina kann ein bisschen runterfahren, die hat jetzt genug gearbeitet, die begleitet mich jetzt. Dann ist hier schon so ein bisschen Urlaubsstimmung erstmal, aber ich bin gerade viele Fernsehshows, die ich hier abdrehen muss, so ein Juryjob, der aber sehr Spaß macht, Musiksachen und dann haben wir ein bisschen Urlaub geplant, genau im Juli dann. Wenn du dich so mit deiner Familie und so unterhältst, ich meine, klar, selbst hast du ja bei einer Castingshow teilgenommen und jetzt hat sich das so nochmal, in der Schweiz bist du ein Superstar und jetzt ist das so auf Deutschland auch immer kontinuierlicher, immer mehr geworden über die Jahre. Ne? Wir haben dich ja auch begleitet und jetzt, das würde ich sagen, von meinem Gefühl her eher gleich geworden. Also, ne, dass das alles so richtig ist. Wie empfindest du das als Glück oder hast du das auch ein Stück weit kreieren können? Es ist auf jeden Fall Glück schon, nur dass ich die Chance gekriegt habe, natürlich. Es war 2012, als ich da begonnen habe. Aber es war natürlich, also Deutschland ist ein hartes Pflaster, ganz klar. Also immer noch, da muss man echt, ich habe nächstes Jahr mein 10-Jähriges, darf das seit 10 Jahren machen. Funktioniert eigentlich alles, aber es ist halt echt, man muss dranbleiben. Ne? Also das ist, das ist beides. Am Anfang war es Glück und jetzt ist es halt echt,
hartes Arbeiten und sich stetig jedes Jahr wieder ein Stückchen mehr zu etablieren, neue Sachen, die Community zu vergrößern, neue Sachen zu auszuprobieren. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber es ist schön. Es ist ja auch, wäre auch langweilig, wenn dir alles geschenkt werden würde. So welche ja Künstler mehr. Feiert ihr denn so aus der deutschen Szene, ihr beiden? Habt ihr da welche oder vielleicht mit dem ihr befreundet seid und mit dem du auch gerne arbeitest? Oder hast du da irgendwie jemanden, wo du sagst, oh, finden wir mega cool? Gott, ich muss jetzt gerade überlegen. Ja, es gibt schon, ja, das ist immer so, ach Gott, ich könnte dir jetzt wahrscheinlich 10 Sachen sagen, ja, aber wenn man sich so, nee, wenn man sich direkt gefragt wird, dann vergesse ich manchmal wieder so alles. Was höre ich denn gerade so? Momentan höre ich mehr aber so ein bisschen internationales Zeug, aber gibt es denn Deutsches? Oh Gott, mir fällt gerade nichts ein. Ich habe gerade eigentlich ein paar neue Künstler entdeckt, aber ich weiß schon wieder nicht, wie sie heißen. Das ist auch wieder so ein Zeitgeist. Weißt du? Ja. Zeitgeist, Spotify, du hörst dich durch die Playlists durch und herzt dir diese Songs. Ja. Und ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ja. Ich weiß es wirklich gerade nicht, aber ich mag sehr gerne deutsche Musik. Es ist, ja, ich mag aber auch Englische. Ich mag, bin gerade ein bisschen alles am Hören. Ja, schön. Das inspiriert ja auch. Ja. Wir hören auch wild durch. Hast du Wünsche, was wir von dir spielen sollen? Also klar, natürlich die zwei, die wir eben schon besprochen haben, aber hast du, besondere Wünsche von dir? Was könnten wir denn noch? Wir könnten natürlich mal so ein bisschen ins Album reinhören, so einen Song, der eigentlich nicht gespielt wird. Ist zum Beispiel Ist mir egal, könnten wir mal reinhören. Sehr gerne. Was verbindest du mit dem Song? Ist mir egal ist ein spezieller Song. Der ist so ein bisschen funky angehaucht. Ich mag das total, aber hat ein Thema. Also ich bin eigentlich mehr so ein aufgestellter Typ. Ich sehe alles positiv. Ich bin immer gut drauf und das verpacke ich eigentlich auch in meinen Songs. Aber klar, gibt es auch bei mir mal Momente, wo mal was nicht funktioniert, obwohl ich mal ein bisschen angepisst bin vielleicht. Und das ist in diesem Song verpackt. Ist mir egal. Das ist das erste Mal im Leben, glaube ich, wo mir was egal ist. Und habe gedacht, weißt du was, da gibt es einen Song dazu. Super. Luca, was für Weine trinkt ihr denn gerne, ihr zwei Süßen? Oh. Oder Sekt oder Wein oder so habt ihr, weil das hat die Corona-Zeit so ergeben, wir arbeiten mit dem Deutschen Weininstitut zusammen und besondere Künstler dürfen sich sozusagen was wünschen, habe ich gedacht, oh, das ist für euch doch genau perfekt, also weiß ich, es gibt ganz tolle Weine, wir unterstützen auch die jungen Winzerinnen und Winzer, zum Beispiel gibt es einen Silbermondwein oder es gibt einen Herz-über-Kopf-Wein, den haben wir Joris geschickt, also es ist immer so ein bisschen besonders, also habt ihr irgendwie Weiß-Rot-Rosé oder trinkt ihr überhaupt Alkohol? Erzähl mal ein bisschen, was macht ihr denn, wenn ihr zusammen gemütlich seid? Wir trinken viel Alkohol, also natürlich immer Maß. Nee, es ist, wir mögen total, ja. Also, Zinn, ihr zwei. Oh, schön. Ich bin total Rotwein. Ich mag auch schon nur schöne Rotweinständer oder schöne Weinständer und das Ganze. Oder Weinkühlschrank finde ich auch sowas Geiles. Ich finde, das sieht schön aus. Aber genau, also auf jeden Fall Rotwein. Und es darf eher ein bisschen kräftiger sein. Also wir sind ein bisschen, also ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn ich den Namen sage. Vielleicht, das ist Montefalco, ist einer meiner Lieblingsweine. Ich weiß nicht, woher er kommt. Aber die Leute vom Deutschen Weininstitut, das sind absolute Experten. Die können damit auf jeden Fall was anfangen. Deswegen. Okay, der heißt auf jeden Fall Montefalco. Und ich bin hier auch immer in guter Quelle, weil meiner besten Kumpels mit seiner Freundin, die haben echt, das ist eigentlich eine geile Story. Die trinken auch sehr gerne Wein und die haben hier Ausbildung zu Sommelier gemacht. Okay, cool. Und das war wirklich, und da schnappe ich mir natürlich auch immer direkt ein paar Flaschen, wenn die was Neues bestellen, mit. Ja, oh, Laurona, sehr guter Wein. Okay, also du bist rot und Christina? Ja, die ist auch weiß. Die ist auch weiß. Nee, die ist auch eher auf Rotwein. Ja. Wirklich? Okay, dann weiß ich Bescheid. Und dann bekommst du von uns ein wunderschönes Paket und grüß uns die liebe Christina von uns. Und dann mache ich es. Nee, aber ihr müsst doch jetzt keinen Wein hier arbeiten. Doch, machen wir aber.
Machen wir aber. Manchmal klappt es vor dem Interview und jetzt aber, weil wir nicht wussten, was du gerne hast, habe ich gesagt, ich rede erst mit dir und dann doch, freut euch, trinkt einen auf uns und wenn das Paket an ist, mach eine Story und grüß uns. Auf jeden Fall. Ja, danke schön. Also Weißwein mögen wir auch. So ist es. Aha, jetzt kommst du hinterher. Ich wollte jetzt nur rot packen. Also es wird rot und weiß, okay? Das wäre natürlich mega, wenn man das. Ja, machen wir sehr gerne. Machen wir sehr gerne. Dankeschön. Dann wünsche ich dir und euch eine ganz schöne Zeit. Viel Glück für alles, was kommt. Und Dankeschön gleichfalls. Der Christina bestelle ich ganz liebe Grüße und ich freue mich auf bald. Wir bleiben in Kontakt und werden uns dann sehr bald in echt kennenlernen. Ja, da freue ich mich. Musst du aber Christina mitbringen, sorry. Bring Christina muss sein, jetzt. Ja. Bringst du Wein? Hallo? Natürlich bringe ich Wein. Natürlich. Ja, und dich selber natürlich auch mitbringen. Ich freue mich. Ja, ich bin auch da, aber vor allem ist der Wein da. Yes. Nein, aber wenn du von uns eine Anfrage kriegst von Liedergut, dann weißt du Bescheid und freuen wir uns sehr, sehr, sehr auf einen schönen Abend mit dir. Dann bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße nach Bern. Tschüss, lieber Luca. Ciao. Ciao. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr Videos wollt, dann abonniert sehr, 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 sehr gerne unseren YouTube-Kanal. Gebt uns einen Daumen hoch und ein Like und kommentiert und umarmt uns und küsst uns, so wie wir euch. Bis ganz bald, eure Audrey. Fertig? War's das schon? Warum antwortet mir keiner?